So, hallo, ihr Lieben da draußen. Er ist da. Es ist ein Männchen, ein Hamsterbub. Jetzt stell dich scharf rein. Hallo. Es ist ein Teddyhamster. Jetzt ist er verschwunden. Oh, das ist so schmutzig, sorry. Man sieht es nicht richtig. Hier ist jetzt gerade von der Box rein gelaufen. Er ist ziemlich, ja, ruhig, aber neugierig gewesen. Hat Klamendel gemacht, wo ich den Deckel aufgemacht habe. Ich habe, ja, solange er jetzt da noch ein bisschen rumwuselt da unten, kann ich euch ja noch mal zeigen. Da kommt er, guckt ihr rein. Da ist er, hi. Er ist so ein hübscher. Der Schwarze war auch noch da. Ich habe gesehen, dass der nur am Rücken schwarz war. Der hatte an der Seite und ganz weiß. Also, ah, jetzt ist er ins Häusl rein. Ich habe nämlich den Deckel jetzt schon drauf gemacht. Deshalb hier und habe jetzt mal provisorisch hier einen Stein draufgelegt. Weil ich habe ja vorher im vorigen Video gesagt, das spiegelt. Aber ich hoffe, man kann es trotzdem gut sehen. Hi. Ja, jetzt muss man alles erschnuffeln. Ich habe dann noch von dem alten Einstreu alles reingemacht. Da hat ein bisschen Stroh, das sieht man hier. Verschiedene Ecke reingemacht. Jetzt verschwindet er gleich. Kleiner Wuschelpopo. Er ist so herzig. Also wie gesagt, ich habe hier einen Stein drauf gemacht. Ach, meine Hunde. Meine Hunde wieder. Haben wieder was gehört. Weil ich ja im vorigen Video gesagt habe, das hier, dieses. Kleine Häusler, wusste ich nicht, ob der dann da hochkommt an das Dach und ne, dass der mir da irgendwie abhaut und durchschlupft. Ich sage, ich muss da irgendwie entweder ein Draht noch dran spannen oder irgendwie was. Auf jeden Fall halt das Häusle jetzt so klasse, weil ich gedacht habe, wenn ich es hier hinstelle, wo ich vorgehabt habe und er untergräbt, dann fliegt mir das Ding mal auf der Dez. Und das muss ja nicht sein. Wie gesagt, ich habe ihm, ja, jetzt sage ich schon wieder, wie gesagt, sorry, ich bin doch furchtbar. Ich versuche das wirklich abzustellen. Ich habe ihm Möhren, also Karotte, bisschen Paprika, Gurke und ein Blättchen Petersilie mal reingelegt. Da ist er wieder. Er ist so herzig. Man sieht es auf dem Video jetzt leider schlecht. Er ist also nicht so gräulich, wie man es auf dem Video sieht, sondern so richtig braun wie auch im Gesicht. Oh, jetzt hat er die Dinge. Die habe ich nämlich auch hier reingemacht. Seht ihr? Die Hirsekolbe hier. Also diese verschiedenen Arten von Sämerei-Hirse reingemacht. Jetzt ist er am Mümmler. Ach du je. Ja, Lecker Schmecker. Er ist so süß. Ich glaube nicht, wie süß der ist. Und wie gesagt, hinten hier habe ich ihm das Wasser reingemacht und hier habe ich ihm, ja, ich habe jetzt den Deckel schon drauf gemacht. Schade, ich habe ihm da, vielleicht kann man von oben kurz mal durch da ein bisschen Futter hin an verschiedene Stellen. Das Futter von JR Farm, wo ich euch vorher gesagt habe, stell dich scharf, du Teil. Und hier ist so eine Haferecke und ein Bananenchip. Sorry, dass man das so schlecht sieht. Hi. Oh ja, jetzt geht ins Handbad. Oh ja, super. Was ist das? Ja, dein süßer Plüschpopo. So was Süßes. Und wie gesagt, eigentlich dachte ich, dass ihr mir kommt. Ja, sind halt noch nicht viel meinen YouTube-Kanal angeguckt. Ich wollte eigentlich Namen. Ich warte jetzt mal noch ab. Vielleicht habt noch jemand, meldet sich noch jemand mit dem Namen. Und oh, Laufrad könnte man da reinkloppen. Oh, mal gucken. Was ist das alles hier? Und ich hätte schon einen Namen im Petto, aber ich warte jetzt mal noch ab. Der hat so ein süßer Plüschbobo. Also auf jeden Fall ist es ein Junge, ein Bub. Und er ist. Hi! Ich will ihn jetzt auch nicht lang stören. Er ist circa so, ja, 9 Wochen alt. Und ja, auf jeden Fall, ja, ich konnte mich eben nicht entscheiden zwischen dem Schwarz und ihm.
Aber ich habe mich dann doch für ihn entschieden. Der Schwarze war auch ganz herzig. Aber ich habe dann doch ihn genommen. Oh, jetzt geht's los. Ach du je. Pudelmeister. Oh, wie siehst denn du jetzt aus? Hast ein Sandbad genommen? Hi. Er sieht so süß aus, wenn er so läuft. Wirklich ein putziger Kerl. Also wie gesagt, er ist, sage ich schon wieder, wie gesagt, sorry. Da ein bisschen Brennnessel habe ich ihm noch rein. Das sieht man hier. Ich noch ein bisschen was reingemacht. Jetzt ist er wieder verschwunden. Da ist er wieder. Und ja, habe ich so das Futter an verschiedene Stelle gestreut, dass er ein bisschen was zum Suchen hat. Ich wollte es nicht im Napf anbieten. Ich gedacht habe, dass er auch ein bisschen mal was suchen kann. Das ist ja auch wie in der Natur so. Die suchen sich ja auch das Futter. Die haben das ja auch nicht in der Futterschüssel. Schüssel. Ja, also auf jeden Fall, das ist der neue Teddyhamster. Was heißt neu? Das ist mein neues Haustier, der Teddyhamster. Ein Bub und tschüss. Und ich freue mich, dass er da ist. Er ist wirklich ganz herzlicher Kerl. Und vielleicht schreibt dann doch jemand mal mich an und schickt mir einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ein Name für ihn. Hehehe, nicht so wild, nicht so wild. Psst, nicht so wild. Ganz ruhig. Ihr geht jetzt raus, komm. Wenn ihr spielen wollt, geht ihr raus. Heieieiei, ihr zwei Spinner. Auf jeden Fall, ich denke mal, er erkundet jetzt alles. Jetzt ist er mal weg. Und ja, ich will ihn jetzt nicht lange stören. Auf jeden Fall hat er jetzt mal alles. Futter, Wasser, Leckerli. Übrigens habe ich ihm die, hier noch ein Knabberhölzchen. Ich habe ihm die Ding reingelegt. Das sieht man dahinter, diese, wie ich gesagt habe, Eis am Stiel. Das ist Sonnenblumenstiel. Übrigens habe ich im vorigen Video gesagt, Nagerholz, das ist ein Sonnenblumenstiel. Sorry. Also ich denke mal, da hat er jetzt immer genug. Zum Nage und zum Butle, der wird sich jetzt erstmal hier. Man hört ihn. Jetzt schert er unterm Streu. Das ist süß. Also auf jeden Fall freue ich mich, dass er da ist. Er hat jetzt erstmal Zeit, sich einzuleben und alles zu erkunden. Und das sieht man, die kleine Spur von ihm. Ist das herzig? Das sieht man, stell dich scharf. Sorry, ich habe wie gesagt nur ein Handy. Ich kann euch sonst nichts anderes bieten im Moment. Es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich mir so ein Anfangsequipment mal leisten kann. Ja, jetzt er soll jetzt mal sich einleben und ich schaue vielleicht später noch mal nach ihm. Wahrscheinlich schläft er jetzt noch mal eine Runde. Ja, dann kann er sich jetzt mal hier umschauen und sein Gehege erobern. Ich hoffe, er plumpst da nicht so oft runter. Das heißt, immer kleine Höhe machen nichts aus. Aber ja, jetzt schert er. Aber wie? Naja, jetzt gucken wir mal. Und dann, ja, das war's von meiner Seite. Lasst ein Like da. Und gerne Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und gerne Kommentare unten reinschreibe. Ja, ich freue mich. Also, dann macht's mal gut und bleibt gesund, wie immer.